Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Wilhelm von Humboldt, die Bildung. Ich widme diesen Vortrag unserer Tochter, Silke Stefanie Riekmann, geborene Alexi, die als begeisterte Lehrerin in unserem heutigen Bildungssystem Kinder auf den Weg ins Leben führt. Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Wilhelm von Humboldt vor und die Reform der Ausbildung. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wilhelm von Humboldt und die Bildung. Zunächst zur Biografie. Friedrich Wilhelm Karl Ferdinand von Humboldt wurde am 22. Juni 1767 in Potsdam geboren und starb am 8. Mai 1835 in Tegel bei Berlin mit 67 Jahren. Die Brüder Wilhelm der Ältere und Alexander der Jüngere wuchsen auf Schloss Tegel auf. Der Vater, Alexander Georg von Humboldt, starb 1779 mit erst 58 Jahren. Er war ein preußischer Offizier und auf Geheiß Friedrichs des Großen, Kammerherr des preußischen Thronfolgers, bis zum Scheitern von dessen Ehe 1769. Die Mutter war die gebildete und vermögende Witwe Elisabeth von Hohlwede, die Schloss Tegel mit in die Ehe brachte. Ihre Familie war zum Teil hugenottischer Herkunft. Sie starb 1796. Beide Eltern kümmerten sich sehr um die Ausbildung der Söhne und engagierten bekannte Hauslehrer. Wilhelm lernte schnell Sprachen und las auch viel. Beide Brüder verkehrten bereits früh in den Kreisen der Berliner Aufklärung. Wilhelm von Humboldt begann 1787 Rechtswissenschaften zu studieren in Frankfurt an der Oder. Hier ein Bild kurz vor dieser Zeit. Er wechselte nach einem Semester im Frühjahr 1788 an die Universität Göttingen. Dort besuchte er neben dem Pflichtfach Jura mit Vorliebe aber auch Vorlesungen in Philosophie, Geschichte und alten Sprachen. Reisen führten Wilhelm von Humboldt 1788 in die Rhein-Main-Gegend und 1789 in das brodelnde revolutionäre Paris, wo er die Verhältnisse allerdings nüchtern und distanziert betrachtete. Danach vervollständigte eine Reise in die Schweiz seine Auslandserfahrungen. 1791 heiratete Wilhelm von Humboldt in Erfurt Caroline von Dachereuden 1766 bis 1829. Hier ein Bild von ihr. Beide hatten 8 Kinder, von denen 3 aber früh starben. Sie führten eine sogenannte offene Ehe mit wechselnden Sexualpartnern, lebten zeitweise auch getrennt, jedoch ab 1819 wieder dauerhaft zusammen. In Berlin, Jena und Rom führten sie gesellschaftliche, literarische Salons im Stil der Zeit. Nach der Beendigung des Studiums 1790 wurde Wilhelm im juristischen Dienst zum Richter ausgebildet und parallel auch zum Diplomaten, was sich später noch als wichtig erweisen sollte. Wilhelm von Humboldt verließ den Staatsdienst jedoch bereits 1791 wieder auf eigenen Wunsch. 1789 trafen Wilhelm und Caroline erstmals Schiller und Goethe in Weimar. Hier im Bild unsere Klassiker und die Brüder Wilhelm sitzend und Alexander stehend. Ab 1794 lebte die junge Familie in Jena und es folgten fruchtbare und kritische Diskussionen mit Goethe und besonders aber mit Schiller über deren Werke. Auch der Bruder Alexander
nahm bis 1797 an diesem Kreis teil. Nach dem Tod der Mutter Elisabeth 1796 wurde das Vermögen aufgeteilt. Wilhelm übernahm Schloss Tegel und Alexander bekam das Kapital für seine amerikanische Forschungsreise. Für 4 Jahre lebte nun die junge Familie in Paris, pflegte viele gesellschaftliche Kontakte und erweiterte ihren Horizont. Die Humboldts unternahmen von dort Reisen nach Spanien, wobei Wilhelm insbesondere die fremdartig wirkende baskische Sprache studierte. Von 1802 bis 1808 wurde Wilhelm von Humboldt preußischer Gesandter beim Vatikan und durch seine Frau Caroline wurde das Haus zum gesellschaftlichen Mittelpunkt Roms mit zahlreichen prominenten Gästen. Im Sommer 1805 besuchte sie dort auch der Bruder Alexander für 3 Monate nach seiner Amerika-Expedition als gefeierter Abenteurer. Nach der katastrophalen Niederlage gegen Napoleon wurde der preußische Staat durch Reformen völlig neu aufgestellt. Wilhelm von Humboldt wurde von der zentralen Figur dieser Reformen, dem Staatsminister Freiherr vom Stein, hier im Bild gefördert und 1809 nach dessen von Frankreich erzwungener Entlassung zum Direktor für Kultus und Unterricht im Innenministerium ernannt. Mit großer Dynamik und Umsicht führte er sein neues Amt in Königsberg aus, während einer nur sehr kurzen Zeit, zusammen mit seinen engen Mitarbeitern Georg Nicolovius, Johann Syvern und Wilhelm Uden. 1809 entwickelten die Reformer im Königsberger Schulplan die Leitlinien für das preußische Bildungssystem der Zukunft. Dieses dreigliedrige Schulsystem hat Bestand bis heute mit einer Elementarschule, weiterführenden Schulen, besonders das humanistische Gymnasium und der Universität. 1809 setzte Wilhelm von Humboldt die Gründung der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität durch mit einer glänzenden Besetzungsliste von Professoren. Hier ein Bild 40 Jahre später. Weitere folgenreiche Neuerungen waren: Humboldt und seine Mitarbeiter führten für den neu geschaffenen Gymnasiallehrer das Lehramtsexamen 1810 ein, sowie 1812 die einheitliche Abiturprüfung und 1816 den Unterrichtsplan eines 10-jährigen Gymnasialkurses. Bereits 1810 reichte Wilhelm von Humboldt jedoch seinen Rücktritt ein, vermutlich, weil er nicht für ein Ministeramt vorgesehen wurde. Seine Mitarbeiter führten die Vorstellungen aber erfolgreich weiter. Wilhelm von Humboldt wurde 1810 preußischer Gesandter in Wien und arbeitete im Hintergrund an der Koalition zwischen Preußen und Österreich gegen Napoleon. Er führte erneut ein großes gesellschaftliches Haus mit seiner Frau Caroline. Auf dem Wiener Kongress 1814-1815, hier ein Bild von der glanzvollen Eröffnung dieses großen europäischen Diplomatentreffens. Auf diesem Kongress fungierte er für den schwerhörigen Hardenberg als rechte Hand und hatte wesentlichen Anteil an den Verhandlungen über die Entstehung des Deutschen Bundes und den Verlauf des Kongresses. Allerdings geriet er mit seinen liberalen Reformvorstellungen bald in Gegensatz zu Metternich und später auch zu Hardenberg. 1819 wurde Wilhelm von Humboldt doch noch zum Minister berufen, und zwar zum Minister für ständische Angelegenheiten. Die Chance zu einer liberalen und konstitutionellen Reform Preußens konnte er aber nicht mehr wahrnehmen, da die Restaurationsbewegung der Könige und Fürsten von Wien und von Hardenberg bereits zu mächtig war. Der liberal denkende Wilhelm von Humboldt geriet häufig in einen Gegensatz zu den restaurativ-monarchischen Kräften der Zeit. Die Konkurrenz zu Hardenberg führte auch zu seiner Entlassung Ende 1819. Wegen dieser Enttäuschungen in Politik und Staat zog sich der andersdenkende Humboldt zurück und widmete sich dem Umbau von Schloss Tegel sowie der Kunst, Philosophie und der Sprachwissenschaft. Als Privatmann ließ Wilhelm von Humboldt nun in kongenialer Weise von Karl Friedrich Schinkel das Kalte Schloss Langweil
aus Kindertagen in Tegel mit einer viertürmigen klassizistischen Fassade umbauen und innen durch die zwischenzeitlichen Erwerbungen zu einem preußischen Antikenmuseum werden. Er hatte persönlich großen Anteil an der klassizistischen Neugestaltung Berlins zusammen mit Karl Friedrich Schinkel 1781 bis 1841, dem berühmten Architekten des Klassizismus, dem Maler und Stadtplaner. Wilhelm von Humboldt erlangte nun erneut königliche Wertschätzung und nahm ab 1830 auch wieder an Sitzungen des Staatsrates teil. Nach dem Tod seiner Frau Caroline 1829 befiel ihn ein zunehmender Alterungsprozess. Er beschrieb Symptome der Parkinson-Krankheit bei sich. Wilhelm von Humboldt starb am 8. Mai 1835 in Tegel mit 67 Jahren. In den 15 Jahren auf Schloss Tegel wurde Wilhelm von Humboldt zum Begründer der vergleichenden Sprachforschung und der Sprachwissenschaft. Das Material entstand durch eigene Reisen, durch die Expeditionen des Bruders und eine ausgedehnte Briefkorrespondenz. Neben den üblichen Fremdsprachen erlernte er zahlreiche europäische, außereuropäische und exotische Sprachen, inklusive Baskisch, Koptisch, Altägyptisch, Chinesisch, Japanisch, indisches Sanskrit, Hawaiianisch und Javanisch. Er verfasste 30 Grammatiken von altamerikanischen Sprachen und klassifizierte Sprachen. Sprachen waren für ihn die Grundlage des Denkens und des Geistes sowie für das daraus folgende Menschenbild in der jeweiligen Kultur. Hier ein Bild, das die großen Sprachfamilien der Welt zeigt. Hier ein posthum entstandenes Stimmungsbild aus seinem Arbeitszimmer auf Schloss Tegel. Häufig war auch der Bruder Alexander zu Gast, sie befruchteten sich gegenseitig. Wilhelm entwickelte eigene Bildungstheorien und auch eigenständige philosophische Gedanken, die auch international fortgeführt wurden. Vieles blieb fragmentarisch oder war bewusst nur als Leitlinie angelegt. Seine Gedanken zur Geschichtsschreibung waren ebenfalls anregend und wurden von Leopold von Ranke weitergeführt, einem Begründer der modernen Geschichtswissenschaft 1795 bis 1886. Wilhelm von Humboldt zu seinem Werk und seiner Wirkung. Das Hintergrundbild der Brüder Humboldt ist eine moderne Plastik, die sie beide zeigt, in Berlin-Tegel aufgestellt. Im Zentrum des Denkens von Wilhelm von Humboldt stand die Bildung als persönliche Aufgabe zur Vervollkommnung des Einzelnen und auch als gesellschaftspolitische Staatsaufgabe zur Bildung der Massen. Er vertrat das neuhumanistische Bildungsideal für eine allgemeine und zweckfreie Menschenbildung im Gegensatz zur utilitaristischen Pädagogik der Aufklärung, die zweckdienliches Wissen für das praktische Leben vermitteln wollte. Das Humboldtsche Bildungsideal strebt eine ganzheitliche Ausbildung in den Künsten und Wissenschaften an, in Verbindung mit der jeweiligen speziellen Studienfachrichtung. Die beiden zentralen Begriffe der bürgerlichen Aufklärung sind der Begriff des autonomen Individuums und des Weltbürgertums. Das autonome Individuum soll ein Mensch sein, der Selbstbestimmung oder Autonomie und Mündigkeit durch den Gebrauch seiner Vernunft erlangt, siehe Immanuel Kant. Das Weltbürgertum ist jenes kollektive Band, das die autonomen Individuen verbindet, unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Sozialisation. Hier ist eine grafische Darstellung der modernen, der aktuellen Bildungsgänge in Deutschland. Sie zeigen immer noch, wie es von Wilhelm von Humboldt und den preußischen Reformern begonnen wurde, die Dreiteilung mit dem Primarbereich, dann die weiterführenden Schulen im Sekundarbereich, dann der Tertiärbereich mit der Universität und neu dazu gekommen ist der Quartärbereich über die lebenslange Weiterbildung. Es ist schon erstaunlich. Wilhelm von Humboldt wurde ab 1809 nur für 16 Monate der Leiter der Sektion von Kultus und Bildung und entwarf in dieser Zeit den Königsberger und den litauischen Schulplan. In der kurzen Zeit im Amt nahm er entscheidende Weichenstellungen vor.
Die Leitlinien des Königsberger Schulplanes vom Sommer und Herbst 1809 sind: Das Ziel ist eine allgemeine Menschenbildung im Unterschied zu Ritterakademien, Kadettenschulen und Realschulen, die lediglich berufsbildend ausgerichtet waren. An die Stelle der Vielfalt der alten, kirchlichen, privaten, städtischen oder korporativen Einrichtungen trat die staatliche Schule. Eine partikulare Standeserziehung lehnte er ab, die er selbst als Luxus der Einzelausbildung noch genossen hatte. Der Staat soll eine optimale Bildung für alle Schichten ermöglichen. Das allgemeine Unterrichtswesen soll ein einheitliches Fundament für alle späteren Berufe und Erwerbstätigkeiten der Bürger sein, so sollte auch später im Leben zu jeder Zeit ein Berufswechsel leichter sein. Wilhelm von Humboldt zielte auf ein dreistufiges Unterrichtssystem mit Elementarschule, Gymnasialschule und Universität. Weiter zum Werk von Wilhelm von Humboldt und seiner Wirkung. Der Staat hatte die Aufsicht über alle Schulen, setzte die allgemeine Schulpflicht und einheitliche Lehrpläne streng um und wachte über das Prüfungswesen. Der Schulplan sah keine Realschulen oder Mittelschulen vor, weil diese eine zu frühe berufliche Orientierung vermitteln würden. Die Elementarschule oder Grundschule war dreijährig. Hier ein Bild von dem wilden Treiben in einer schweizerischen Grundschule. Der Lehrplan der Grundschulen oder Volksschulen nahm Bezug auf die Vorstellungen des schweizerischen Reformpädagogen Johann Heinrich Pestalozzi, 1746 bis 1827. Zur Lehrerbildung: Die Leistungsfähigkeit der Volksschule wurde durch eine bessere Bezahlung der Lehrer und die Ausbildung in universitären Lehrerseminaren erhöht. Auch in den Elementarschulen sollten speziell ausgebildete Lehrer unterrichten. Daher wurde vorbildhaft in Königsberg ein Normalinstitut für Lehrerbildung eingerichtet. Für die höhere Schulbildung war fortan das neu konzipierte humanistische Gymnasium zuständig. Viele Mittelschulen und Bürgerschulen behaupteten aber dennoch ihre Stellung. Hier ein Bild von dem ersten neuen Gymnasium in Preußen, in Königsberg, das sogenannte Friedrichskolleg. Der Schulunterricht des humanistischen Gymnasiums war gegliedert in gymnastischen Unterricht, also Leibeserziehung, in ästhetischen Unterricht, also Musik und Kunst, und in didaktischen Unterricht, Mathematik, Geschichte mit etwas, wahrscheinlich zu wenig, Naturgeschichte und Sprachen, besonders Deutsch und Griechisch, bevorzugt vor Latein. Der erfolgreiche Abschluss der Abiturprüfung berechtigte zum Universitätsstudium. Als Lehrer am Gymnasium sollten nicht länger gelehrte Theologen wirken, sondern ebenfalls in speziellen Lehrerseminaren an der Universität ausgebildete Pädagogen. Der krönende Abschluss der Reform bildete die von König Friedrich Wilhelm III. Unterstützte Gründung der Berliner Universität 1809 mit einer glanzvollen Besetzungsliste der Lehrstühle. Die akademische Freiheit garantierte den Universitäten die Unabhängigkeit von staatlichem Einfluss und von einengenden Auflagen. Humboldts Idee sah für den Hochschulbetrieb und für das Verhältnis zwischen Dozenten und Studenten die Einheit von Forschung und Lehre vor. Die Studenten sollten durch Teilnahme an der Forschung selbstständiges Denken und wissenschaftliches Arbeiten erlernen. Humboldt plante für die Universitäten, auch für das gesamte Bildungswesen in der Zukunft, eine von den monarchischen Staatskassen unabhängige Finanzierung, die aus Einkünften von zum Beispiel Domänengütern gespeist werden sollte. Weiteres zum Werk von Wilhelm von Humboldt und den dauerhaften Auswirkungen des Königsberger Schulplanes. Diese waren: erstens die Einführung des Lehramtsexamens 1810, also eine staatliche Prüfung über die Kenntnis in alten Sprachen, Geschichte und Mathematik, mit der der Stand des Gymnasiallehrers geschaffen wurde. Zweitens die Vereinheitlichung und Verpflichtung der Abiturprüfung 1812 und drittens der Plan der Unterrichtsverfassung eines 10-jährigen Gymnasialkurses 1816,
ein Curriculum, das zunächst ein Vorschlag blieb, der aber später umgesetzt wurde. Staatlich anerkannte Leistungskriterien wurden damit geschaffen als Voraussetzung für den Eintritt in den Staatsdienst anstelle von Standesprivilegien oder Empfehlungen. Dieses schöne Bild von dem jetzt klassizistisch umgebauten Schloss in Tegel sei das Hintergrundbild für weitere Ergänzungen von Auswirkungen der Reformen. Das Lateinische blieb die allgemeine Wissenschaftssprache vor dem von Humboldt eigentlich favorisierten Griechischen. Das humanistische Gymnasium errang ein hohes Ansehen. Die allgemeine Hochschulreife, das Abitur, die Abschlussprüfung wurde später allerdings auch mit anderen Gymnasialtypen geteilt. Vorgeworfen wird dem Konzept die Geringschätzung von berufspraktischer und technischer Bildung. Dazu ist anzumerken, dass zu Humboldts Zeiten Naturwissenschaften und Technik allerdings noch nicht so weit entwickelt waren. Der rasante Fortschritt begann gerade jetzt erst. Die Nachfolger entwickelten auch hierzu Anpassungen und Ergänzungen. Diese Bildungsreformen trugen sicher einen wichtigen Teil bei zu dem bewundernswerten geistigen Aufschwung Deutschlands und auch im übrigen Europa im 19. Jahrhundert. Wilhelm von Humboldt gilt als Stammvater des deutschen Liberalismus und stand häufig im Gegensatz zu den monarchischen Kräften. Er erfuhr besonders im höheren Lebensalter zahlreiche Ehrungen. Die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft vergibt alljährlich den Wilhelm von Humboldt-Preis. 1935 wurde ein Mondkrater nach ihm benannt. Berühmt ist sein Denkmal vor dem Hauptgebäude der nach ihm und Alexander benannten Universität in Berlin, hier im Bild. Er hat sie gegründet. Die Biografie des Bruders Alexander ist natürlich bunter und abenteuerlicher. Siehe das vorhergehende Kapitel 31. Zum Abschluss dieses etwas trockenen Stoffes, der aber wichtig ist und die Zukunft des Lernens entscheidend und positiv bestimmte, sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die Mischung aus Wissen und Theorie möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Wilhelm von Humboldt, gebildet und kreativ waren und versucht haben, die Welt zu verbessern. Dr. Hans-Jürgen Alexi.